Ich freue mich, dass Dr. Jens Erhardt hier zu uns gekommen ist am Vorprofessionell-Kongress. Im Grunde braucht man ihn gar nicht vorzustellen, denn jeder hier am Kongress kennt ihn. Trotzdem sei der Chronistenpflicht Rechnung getragen. Er ist Vorstandschef und Gründer der DJE Capital AG. Guten Tag, Herr Dr. Erhardt, schön, dass Sie da sind. Wenn ich mich an den Kongress im vorigen Jahr zurückerinnere, dann haben Sie Ihrem Ruf als wahrer Prognoseguru wirklich alle Ehre gemacht. Damals hatten Sie vorhergesagt, dass sich der Pessimismus von Ende 2018 in einen Optimismus verwandeln werde. Das hat sich bewahrheitet. Stellt sich heute die Frage, wird das in diesem Jahr genau umgekehrt sein? Ja, tatsächlich sind die markttechnischen Indikatoren genau umgekehrt. Letztes Jahr hatten wir sehr viel Pessimismus und diesmal haben wir nach dem Greed- und Fear-Indikator fast 100% Optimismus. Und man kann eine ganze Reihe von anderen Indikatoren noch heranziehen und alle zeigen, dass die Anleger eigentlich ganz gut investiert sind und doch auf nicht so viele Barreserven haben, um die Kurse weiter kurzfristig nach oben zu setzen. Aber man muss auch wieder den gesamten Trend im Hintergrund sehen, den Rückenwind, den wir nach wie vor auf monetärer Seite haben. Die amerikanische Zentralbank druckt da jeden Monat zurzeit 60 Milliarden Dollar neues Geld und wir haben also so viel guten monetären Rückenwind, den wir lange nicht hatten, dass, glaube ich, die Markttechnik diesmal kein großes Desaster anrichten wird. Vielleicht eine Pause von ein, zwei Monaten, wo die Börse seitwärts geht. Im schlimmsten Fall vielleicht 5% Rückgang durch diese Coronavirus-Geschichte noch verstärkt. Aber ich denke, dass das ganze Jahr insgesamt wieder freundlich wird und diese markttechnisch negativen Aspekte, die wir jetzt haben, dann überkompensiert werden durch gute monetäre Aspekte. Wenn wir noch mal ein bisschen konkreter reinschauen in die beiden wesentlichen Assetklassen, Anleihen und Aktien, wo geht dann die Reise hin Ihrer Ansicht nach? Ja, wir haben ja immer noch die Tatsache, dass auf Aktien weltweit 7-8% verdient wird. Also das ist eine schöne Rendite, Eigenkapitalrendite. Bei Anleihen bekommt man eigentlich so gut wie gar nichts, zum Teil sogar Negativzinsen. Also da ist es eigentlich klar, dass auf die Dauer die Anlageform Aktie begünstigt sein sollte. Es sei denn nun, die Welt bricht zusammen konjunkturell und diese Gewinnzahlen brechen in sich zusammen. Aber das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ich denke, wir haben relativ ruhige Konjunkturzeiten für uns, also kein großes Wachstum. Da ist wahrscheinlich sogar zu viel Optimismus im Markt und auch Gewinnsteigerungen von 10% in Europa und Amerika in diesem Jahr halte ich fast für zu optimistisch. Aber insgesamt, glaube ich, kann man schon sagen, haben wir doch ein einigermaßen gutes Jahr vor uns. Also bei Aktien. Ne? Genau, ich wollte gerade fragen, bei Anleihen, da sind Sie deutlich skeptischer. Ne? Ja, ja, also Anleihen, glaube ich, wo soll die Sache noch hingehen? Nicht? Das hat man zwar schon lange gesagt, aber ich denke, dass man den Zins auf jeden Fall von der EZB nicht weiter zurücknehmen wird. Und auch in den USA sind wir jetzt schon bei gut 1,5% für 10-jährige Anleihen. Und wenn die Fed nicht aufpasst, geht die Zinskurve sogar wieder invers. Und dann würden wahrscheinlich die Leute wieder Angst haben vor einer Rezession. Also die ganz kurzfristigen 3-6-Monats-Zinsen sind jetzt ungefähr schon wieder fast so hoch wie die 5-10-Jahres-Zinsen. Also da ist eigentlich angesagt, dass die amerikanische Notenbank bald wieder eher lockert, denn die hat ja eigentlich nur vorausgesagt, die Zinsen nur also dass sie von der Liquidität her nur für die nächsten 3 Monate also stimulieren wird und was ja sicher auch für den Rentenmarkt gut ist. Aber die muss eigentlich weiter stimulieren und das wird Aktien primär gut tun und bei Anleihen erwarte ich nicht mehr viel. Das kann kaum besser werden. Sie haben sich schon mehrfach als Stimmungsindikator-Fanatiker geoutet, auch wieder hier in Ihrem Vortrag hier am Kongress. Was sind denn die wichtigsten Kennzahlen aus Ihrer Sicht und was sagen die uns aktuell? Ja, Sie können anfangen beim Put-Call-Ratio, da sieht man den Optionsmarkt. Sind die Leute also mehr optimistisch, kaufen Calls oder sind sie mehr pessimistisch und kaufen Puts? Und im Moment ist es eigentlich so, dass die Anleger recht optimistisch sind. Also die Anzahl der gehandelten Puts ist auf dem Allzeithoch. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass mehr der Optionsmarkt insgesamt schon benutzt wird. Aber eigentlich, wenn Sie eine ganz langfristige Grafik nehmen, ist das eigentlich ein klares Verkaufssignal, wie dort eben die Umsätze nach oben gesprungen sind. Dann auch ganz simple
Schwankungsindikatoren. Also die Bewegungen an der Börse verziehen sich ja nicht geradlinig, sondern unter Schwankungen. Auch wenn es hochgeht, wird mal zeitweise übertrieben nach oben und dann wieder nach unten. Aber alles geht dann immer um einen gewissen Trend, eben im Aufwärtstrend nach oben, wie wir es ja auch haben. Aber im Moment sind wir doch sehr stark nach oben weggelaufen. Die RSIs, sogenannten Schwankungsindikatoren, sind zu einem sehr hohen Prozentsatz, der eigentlich nur im Januar 2018 noch höher war, so optimistisch, so auch nach oben weggelaufen. Zum Beispiel die Apple-Aktie hat einen Abstand zur 200-Tageslinie von 30%, über 30%. Das gab es noch nie. Also im Endeffekt, diese kurzfristigen Schwankungsindikatoren sind von der Stimmung her zu optimistisch. Aber sie finden auch eine ganze Reihe von anderen Indikatoren noch. Also zum Beispiel die Volatilität, die ist zurzeit sehr niedrig. Und das zeigt immer auch zu viel Optimismus und zu viel mangelnde Angst sozusagen. Sonst kaufen die Leute nämlich auch dort mehr die Volatilität, sind sogar eher Volatilität short. Also sie setzen darauf, dass die Volatilität nach unten geht, und die geht nur dann nach unten, wenn die Märkte weiter nach oben gehen. Also wenn eine vorübergehende markttechnische Korrektur kommt, dann geht die Volatilität hoch. Und das würde besonders solche Anleger und Fonds verletzen, die in die Short-Volatilität investieren. Also und je mehr dort eben Aktivität in der Richtung Short-Volatilität stattfindet, und da haben wir im Moment die höchste Aktivität, auch wiederum seit Januar 2018, desto gefährlicher ist die markttechnische Verletzbarkeit kurzfristig. Wenn man sich die Zinsstrukturkurve im Moment anschaut, dann hat ein weiteres Absinken des Langfristzinses in den USA inzwischen schon wieder für eine inverse Zinskurve gesorgt. Pessimisten sehen darin ein Anzeichen für eine heraufziehende Rezession. Sie auch? Ja, das Thema war schon am letzten Kongress hier im Vordergrund, und da habe ich damals gesagt, also erstens sind wir noch nicht invers und zweitens dauert es immer eine ziemliche Zeit hinterher, ehe sich das konjunkturell und börsenmäßig negativ auswirkt. Aber es ist ein Warnsignal für Powell. Ich habe vor einem Jahr gesagt, der Powell muss aufhören mit diesen Anleiheverkäufen, Liquiditätsverknappung. Der muss die Zinsen nicht wie angekündigt dreimal erhöhen, der muss sie dreimal senken. Genau das hat er dann auch am Schluss gemacht. Also aus der Sicht glaube ich, dass wir hier doch monetären Rückenwind in diesem Jahr haben und die Zinskurve nicht irgendwie negativ zu Buche schlagen wird, weil Powell das überdecken wird mit seiner Liquidität. Er muss natürlich aufpassen, wenn wirklich die Zinskurve invers wird, muss er eigentlich sogar quantitativ Easing jetzt, was er macht, verstärken und noch mehr auch gerade die kurzfristigen Anleihen, die er ohnehin schon kauft, noch weiter kaufen, damit der kurzfristige Zins runterkommt und unter den langfristigen geht oder bleibt. Also das ist ein Punkt, den man schon beobachten sollte, denn so ganz gesund ist die Weltkonjunktur Entwicklung oder nicht, wenn Sie die Einkaufsmanager-Umfragen in Amerika sehen, die bewegen sich ja eher auf dem Tief und haben auch noch nicht so ganz klar eine Wende nach oben gemacht. So die Halbleiterverkäufe und solche Sachen da, die sind immer eher unten, die Halbleiteraktien sind ganz oben, also da ist schon viel Positives vorweggenommen und da muss aufgepasst werden, dass nicht die Zinskurve wirklich längere Zeit invers ist, denn wenn sie kurzfristig mal invers ist, macht es nichts, aber wenn sie länger invers war, war es in der Vergangenheit immer eine Ankündigung für eine Rezession. Ohne größere Schwankungen wird das alles sicher nicht ablaufen. Was sind die größten Risiken, mit denen man rechnen muss aus Ihrer Sicht? Ja, es gibt natürlich immer diese schwarzen Schwäne, mit denen keiner rechnet, dass irgendwo vielleicht dann ein Erdbeben oder in einer wirklich zentralen Gegend dieser Welt, wirtschaftlich sehr wichtigen Gegend der Welt ausbricht oder andere Dinge, die eben völlig unvorhergesehen sind. Aber was passieren könnte, wenn natürlich das Trump Ärger kriegt im Zuge der Impeachment-Geschichte da, dass vielleicht doch da die nicht im Senat die Mehrheit bekommt, die eigentlich jetzt 100% sicher erscheint, das wäre ein Risiko. Ich sehe es nicht sehr groß, ehrlich gesagt. Die Senatoren wollen alle ihren Job behalten und ich glaube nicht, dass sie da also gegen Trump stimmen werden. Aber man weiß nie, was da noch zutage kommt. Und Unsicherheiten im Zuge der amerikanischen Wahl können vorübergehend schon die Börsen Amerika erschüttern. Nicht? Also wenn da Linkskandidaten lautstark Amerika sich melden, die also die Steuern wesentlich wieder erhöhen wollen, zum Beispiel würde Wall Street das nicht mögen. Aber aus heutiger Sicht wird Trump wahrscheinlich wieder gewählt werden und insofern geht da wahrscheinlich für die Börse nichts schief. Aber ich denke, dass das ein gewisses Risiko zumindest für die Börse ist. Sonst, ja, was kann man sich sonst noch ausmachen?
ausdenken. Also diese Geschichte jetzt im Moment mit dem Coronavirus, glaube ich, ist nicht so ein Riesenrisiko. Das ist für einige Monate wahrscheinlich ungünstig. Kann auch die Weltkonjunktur ein gutes Stück drücken, die chinesische Konjunktur 1-2%. Aber wenn das nicht ein ganz überraschend neuer Virus ist, der sich meinetwegen ganz besonders schnell ansteckt und noch vielleicht auch die Sterberate wesentlich sich erhöht oder solche Dinge. Ich glaube, dass dann doch wie bei allen anderen ähnlichen Ereignissen mit solchen Infektionen wir gehabt haben, dass dann die Börse das relativ schnell wegsteckt. Wo es diesmal ist erstaunlich, dass die Wirtschaft eben so extrem darauf reagiert, nicht? Und die Politiker in China, wenn die 45 oder 50 oder noch mehr Menschen da einfach sozusagen in Quarantäne setzen, das wird wirtschaftliche Folgen haben. Also das muss man auch beobachten, dass das nicht außer Kontrolle läuft. Es könnte doch noch ein Risiko werden, aber nach menschlicher Erfahrung hat die Börse das bisher als Neues oder so am Schluss abgetan und dann doch wieder die Makrofaktoren wie Zinsen und Ähnliches waren dann wichtiger. Ich bedanke mich, dass Sie hier bei uns waren, Herr Dr. Erhardt. Hat mir Spaß gemacht.